Seit dem 19. Januar stehen die Uhren bei Dynamo still. Dresden hat den Verlust des vielleicht größten Fußballkünstlers zu beklagen, den nicht nur die Stadt, vielmehr der Ostfußball insgesamt gesehen hat. Dixie Dörner lebt nicht mehr. Nach wie vor ist das nur schwer zu verstehen. Denn er war es, der den Fußball in Dresden einst zur Kunst erhoben hatte. Fast 20 Jahre spielte er für Dynamo, für ihn gab es nur einen Verein, lebenslang. Der Ehrenspielführer prägte eine Ära, die goldenen 70er. Sie wurden zur Basis für all das, was danach kommen sollte. Die Schwarz-Gelben lebten von seinem Spiel, als Libero war Dixie der absolute Chef und zugleich der Feingeist auf dem Platz. Seine Technik eine Augenweide, unübersehbar sein Stürmerblut. Spektakuläre Tore wie dieser Treffer im Europapokal gegen Partizan Belgrad, das war Dixie Dörner. Im Mittelpunkt stand er ganz gern, aber nur auf dem Rasen. Abseits davon war er für sein ausgesprochen ruhiges und besonnenes Wesen bekannt. Der junge Dörner war 1967 aus Görlitz nach Dresden gekommen. Nur 2 Jahre später bestritt er sein erstes Länderspiel, ohne eine einzige Erstliga-Begegnung absolviert zu haben. 1976 erlebte Dixie Dörner in Kanada den Sommer seines Lebens. Als Kapitän und vierfacher Torschütze führte er die DDR-Elf im Olympiaturnier zur Goldmedaille. Sein Treffer zum 1:0-Sieg gegen Spanien war für ihn das wichtigste Tor seiner Karriere. Libero Dörner hat sich an vorne geschmissen, das Tor. 1:0 für die DDR, der Libero Dörner. Der Erfolg in Montreal wurde für den Dresdner zum größten Triumph seiner Karriere. Es ist der bis heute einzige Olympiasieg deutscher Fußballer. Sagenhafte 558 Spiele bestritt der Libero für Dynamo. So viele wie kein zweiter. Die bitterste Niederlage 1986 im Europapokal gegen Bayer Uerdingen. Sie bedeutete für ihn das baldige Ende seiner aktiven Laufbahn. Dixie Dörner erfuhr damals am letzten Spieltag der Saison ab sofort im Nachwuchsbereich als Trainer tätig zu sein. Mit der Wende wechselte er in den Trainerstab des DFB und wurde 1996 als Coach von Werder Bremen der erste Osttrainer bei einem Westverein in der Bundesliga. Der große Wurf blieb ihm als Trainer verwehrt, zu seinem Verein aber hielt er stets engen Kontakt. Saß ab 2013 im Aufsichtsrat bei Dynamo. Für den ehemaligen Geschäftsführer Ralf Minge wurde so aus dem einstigen Mitspieler ein Mitstreiter und wichtiger Ratgeber. Unmittelbar nach seinem Ableben wurde auf dem Stadiongelände spontan eine Gedenkstätte eingerichtet. Freunde, Fans und Weggefährten brachten so die Wertschätzung ihrem Idol gegenüber zum Ausdruck. Mit dem, was er für Dynamo, für Dresden und für den Ostfußball geleistet hat, wird er unvergessen bleiben.